Und damit kommen wir aber jetzt erstmal zu Ihrem Thema, was auch eins ist, was wirklich die Nation auch spaltet, kann man ganz klar sagen. Also es tut mir leid über die Heftigkeit der Diskussion, aber das ist einfach wichtig, weil man muss, wenn man wissenschaftlich argumentiert, von vorne beginnen, von der Basis, wenn die nicht stimmt. Und wir hatten keine Überbelegung, wir hatten keine Probleme. Nee, Frau. Das ist Fakt. Und jetzt, deswegen ist es von vornherein eigentlich problematisch, einen Impfstoff, der experimentell ist und eine große medizinische Leistung, mit einer bedingten Zulassung dann loszulassen. Und jetzt müssen wir mal die bedingte Zulassung sich anschauen auf EU-Ebene. Da steht drin, das muss ganz engmaschig kontrolliert werden. Die Nationalstaaten müssen an die EU die Daten engmaschig liefern. Das macht die Bundesregierung überhaupt nicht. Sie lehnt das regelrecht ab. Und es muss im Beipackzettel und jedem Patienten und jedem medizinischen Personal ganz klar gemacht werden, es handelt sich um eine bedingte Zulassung, sprich die Zulassungsstudien sind nicht abgeschlossen. Und wenn man das bedenkt und wenn man die Warnungen bedenkt, die dann auch mit den Impfnebenwirkungen schon früh geäußert wurden, und dann sieht, was jetzt los ist. Ich habe täglich Patienten mit schweren Nebenwirkungen. Ich gebe zu, das ist selektiv, weil natürlich die Leute extra deswegen auch wissen, dass ich ihnen zuhöre, weil sie werden nämlich von ihren Ärzten nicht ernst genommen. Und das sind heute, ich füge kein Komma zu, ein junger Mann, 20 Jahre alt, der nach der ersten Impfung schlecht geschlafen, hat der Arzt gesagt, ich verschreibe mal ein Beruhigungsmittel. Zweite Impfung, 4 Wochen später, schwerste Augenprobleme. Er hat eine Ausbildung angefangen zum Fahrlehrer, musste er abbrechen. Dann ging das 2 Monate später los mit Schwäche des Arms. Dann nach einigen Monaten konnte er nicht mehr richtig laufen. Der rennt von Pontius zu Pilatus, kriegt einen Termin in der neuromuskulären Ambulanz im Dezember 2022. Kein Arzt nimmt ihn ernst. Und das ist kein Einzelfall. Ich tausche mich aus mit Ärzten, die sich dem Thema öffnen. Und die erleben das genau das Gleiche. Und wir haben inzwischen ja auch, weil Deutschland keine vernünftige Wissenschaft hinkriegt, aber man muss sagen, die Studie von Herrn Mattes ist nun mal das Einzige, was wir einigermaßen vernünftig haben. Und da kommt eine Zahl heraus, die international ja auch bestätigt ist, von 0,8% pro Impfung schwere Nebenwirkungen. Nebenwirkungen? Ja. Und nicht dann, schwere. Die Schwere ist gar nicht definiert. Nein, Sie haben nicht zugehört. Herr Mattes sagt, ich habe mit Herrn Mattes diskutiert. Ich habe es gesehen. Er hat gesagt, es geht um schwere Nebenwirkungen, hat er gesagt. Haben Sie es aber nicht verstanden, was nein, wir da das können wir uns auch angucken. Er hat schwere Nebenwirkungen gesagt. Ja, er hat sie gesagt, aber es sind keine schweren Nebenwirkungen. Er hat es definiert mit Arztbesuch, mehrere Tage krank und so weiter. Ich habe seit 30 Jahren impfig. Aber sind Impfnebenwirkungen jetzt nur bei der Corona-Impfung? Gibt es nicht bei jeder Impfnebenwirkung? Natürlich gibt es die. Die eingepreist sind? Aber wir haben, jetzt schon bei der Zahl vom Paul-Ehrlich-Institut, nur die Meldeziffern, haben wir 0,02. Aber das sind in Gesamtzahlen so viel, dass jedes normal zugelassene Medikament eigentlich schon die Zulassung gestoppt wurde. Nein, das ist klar. Aber wir haben den Faktor 40 inzwischen. Also, und ich kann wirklich nur an die Verantwortung appellieren. Leute, ihr müsst die Zulassung ruhen lassen, um die eminenten Sicherheitsfragen zu klären. Und nochmal, Deutschland kommt seiner Pflicht nicht hinterher. Selbst im Infektionsschutzgesetz steht, dass die kassenärztlichen Vereinigungen die Impfdaten liefern müssen. Sie tun es nicht. So, jetzt wird durchgängig jetzt mal ein paar Sachen sagen. Erstens, die Zulassungsstudien sind längst abgeschlossen. Das und die bedingte Zulassung ist darauf zurückzuführen, dass man die Zulassungsstudien parallel zur Zulassung bereits begleitet, was ungewöhnlich ist. Ende 2023, Herr Montgomery. Darf ich jetzt mal einmal ausreden? Das ist doch nicht zu fassen. So, das Zweite, es sind inzwischen 12 Milliarden Impfdosen weltweit vergeben worden. Wo sind die vielen Nebenwirkungen? Das möchte ich wirklich mal wissen. Drittens, glauben Sie denn, dass alle Ärzte, Ihre Kollegen, meine Kollegen, die Leute immer alle nicht ernst nehmen? Nein, es gibt bestimmte Ärzte, die ein gewisses Charisma darin haben, solche Dinge anzuziehen und die Menschen besonders ernst zu nehmen. Schließlich, die Impfstudie von Herrn Mattes, die ist gar nicht abgeschlossen. Die Charité ist im höchsten Maße entsetzt darüber, und das widerspricht jedem wissenschaftlichen Standard, dass man eine Studie, die noch gar nicht abgeschlossen, geschweige denn ausgewertet ist, bereits publizistisch in der Frage um die Impfpflicht benutzt und damit zur Debatte kommt. Gefahr im Verzug, Herr. Natürlich. So ein Unsinn. Also Gefahr im Verzug. Wir impfen immer noch täglich mehrere zig bis hunderttausend Menschen dann, als die Infektionszahlen höher waren. Und wir sehen eben nicht diese Nebenwirkungen im Bereich der seriösen wissenschaftlichen Medizin. Ich habe mit einem Leiter eines Impfzentrums gesprochen. Der hat wirklich ein Impfzentrum geleitet. Nach der ersten Impfung Anstieg der Leberenzyme, hat sich schlecht gefühlt. Ferritin hoch, runter.
zweite Impfung gleich. Und dann ist aber er skeptisch geworden. Reden wir über Einzelfälle, Herr Frank, oder gibt es wirklich die Breite der Fälle? Ich fordere. Und die Kausalität ich fordere, aus dem Einzelfall aufs große Ganze in meiner, ich bin sehr gut vernetzt mit wirklich führenden Epidemiologen, die nichts zu melden haben in dieser ganzen Corona-Diskussion. Ja, ja. Zum Beispiel Matthias Schrappe, das ist Gerd Antes. Ja, und die sagen von Anfang an, wir haben überhaupt keine Erfassung, wir lassen die Leute blind ins Messer laufen, wir kümmern uns überhaupt nicht um irgendwelche harten Datenerhebungen. Und wenn Herrn Mattes zu diskreditieren, der als Erster jetzt mal versucht, da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, finde ich ein starkes Stück. Wo sind bitte schön die Untersuchungen, die zeigen, dass diese Impfnebenwirkungen marginal sind? Also Herr Frank, und sind wir uns darüber einig, dass es nicht wissenschaftlicher Standard ist, eine Studie, die noch nicht abgeschlossen ist und die noch gar nicht ausgewertet worden ist, rein empirisch, irgendwie irgendwas dazu zu sagen und eine Zahl zu konstruieren wie 0,8, warten wir doch mal ab, was rauskommt, wenn diese Studie zu Ende ist und wenn sie ausgewirkt ist. Und Sie müssen darüber hinaus auch wissen, das ist keine Studie, kein sogenanntes randomisiertes prospektive Untersuchung, sondern das ist die Bitte an Menschen, sich zu melden, ob sie Impfnebenwirkungen haben. Warum haben wir diese Studie nicht, Herr Montgomery, wenn diese Verdachtsmomente da sind? Wir haben die Studie, wir haben die noch nicht fertig, noch nicht ausgewertet. Herr Gaffron rein, ich habe nämlich da auch direkt eine Frage an Sie, Herr Gaffron, und zwar, haben Sie denn als Bürger Bedenken gehabt oder haben Sie sich impfen lassen? Wie stehen Sie denn zu den Nebenwirkungen? Also ich bin ein treuer deutscher Staatsbürger. Meine Eltern sind auch Uraltdeutsche. Von daher bin ich natürlich, wie es der Befehl verlangt, dreimal impfen gegangen, habe mich auch boostern lassen, entgegen der Empfehlung von Freunden von mir, die Ärzte sind, und habe es alles getan. Und meinen amerikanischen Freunden, von denen ich viele habe, die mich ja geraten haben, macht das nicht, und habe gleichwohl Corona bekommen. So viel dazu. Ich lasse mich also in Zukunft nicht mehr impfen, weil in der Abwägung der Impfrisiken gegen die Tatsache, dass ich dann Corona trotz Impfung bekommen habe, hat mich irgendwie in meinem Inneren etwas aufgewühlt. Aber ich möchte eigentlich zwei andere Fragen stellen, die ich heute Morgen schon mir überlegt habe, im Bettchen noch, dann bin ich froh, dass es darf. Und zwar ist die eine Frage, ich bin nie klar geworden, über Jahre höre ich den so objektiven Deutschlandfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, und werde ich jeden Morgen bekomme ich meine Lesung. Und unter anderem waren über Monate, wie der Wehrmachtsbericht früher, waren die Berichte über die Corona-Zahlen. Und dann hörte ich immer mit und an Corona. Ja. Eigentlich verstorben. Was ist ein mit und was ist ein an? Entweder hat er Corona oder ist er an mit Corona oder an was gestorben? Sie haben eben die Wissenschaft bemüht. Mhm. Wie wollen Sie denn zu klaren Ergebnissen kommen? Ist er an oder mit gestorben? Haben wir. Wer? Ja, wie haben was? Wir. Das ist wir doch keine nicht, Zahl. Wir können nicht jeden Patienten, der an oder mit Corona stirbt, obduzieren. Das heißt aber schön, dass wir fälschen können. Warte mal. Es gibt aber Untersuchungen, die das ganz klar beweisen. Und zwar gibt es zum Beispiel im Bereich der Universitätsklinik Hamburg, Professor Püschel und andere haben eine Studie gemacht, an 1000 in Hamburg gestorbenen Menschen, zu 85% sind die an Corona, die wären zu dem Zeitpunkt nicht gestorben, wenn sie nicht Corona gehabt hätten. Dass natürlich diese Menschen auch andere Erkrankungen haben, das ist eine andere Kiste. Aber wir sind doch nicht so zynisch, dass wir sagen, also du hast jetzt eh schon eine andere Erkrankung, deswegen stirb mal an Corona. Ja, bevor Sie so sondern die Trommel 85% sind an die Corona Zwängen zu dem Zeitpunkt. Sie doch aber es kommt auf den Kontext an. Emotionaler Druck wurde nein, ich habe da möchte ich meine Frage noch stellen, die mich bewegt, dann kann ich nie einschlafen. Aber dann darf ich können Sie nicht verantworten. So, was ich dann tue. So, also, die Frage ist, wieso, die haben gesprochen von den Zuständen auf den Stationen. Ich habe eine sehr gute Bekannte, die ist OP, also Schwester in der Charité auf einer Intensivstation. Und wissen Sie, was mich umgehauen hat? Die lässt sich nicht impfen. Wie haben wir eine Situation, dass die unmittelbar konfrontiert sind mit dieser Heimsuchung des Herrn, dass diese Leute, die nun wirklich zittern... Könnte ein Einzelfall sein, Herr Gaffron. Es ist kein Einzelfall. Das ist nein, genau, ich hatte heute bis zu zwei Drittel 5% der Mitarbeiter. Und da hat man in Italien und in Frankreich eine sehr klare Regel gefunden. Ja, warum? Man hat diese Menschen in andere Bereiche versetzt oder ihnen das Arbeitsfeld. Ich hatte heute eine Schwester... Und die haben weitergearbeitet und haben sich impfen lassen. Weil dann nämlich irgendwann die Vernunft und der Verstand einsetzt. Oder das war der Zwang. Lassen Sie mich das... Ja, aber Vernunft und... Auch der Zwang führt ja manchmal dazu, dass man sich der Vernunft beugt. Warum gerade in dem Personenkreis? Ja, ich hatte heute eine Schwester aus der Stroke-Unit, die genau sich aus diesem Grund nicht impfen lässt, weil sie sagt, sie sieht, dass eben vermehrt Junge, die ja nie von Covid-19 bedroht sind, das ist ja auch das Problem. Wenn wir bei der Impfung über die Risikogruppen sprechen, dann können wir drüber sprechen.
aber doch nicht bitte die, die überhaupt nicht von Covid-19 bedroht sind. Da müssen wir doch jetzt stoppen. Und diese Schwester hat jetzt gekündigt. Sie sagt, sie macht das nicht mehr mit. Und wir müssen einfach auch mal die Gesamtzahlen sehen. Wir haben vorhin über Übersterblichkeit gesprochen. Da kann man jetzt natürlich lange diskutieren, wie ermittelt man Übersterblichkeit. Aber wenn Sie das prozentual nehmen, dann sehen Sie, dass 2020 im Vergleich zu den Einzeljahren eher ein günstiges Sterbejahr war, muss man sagen. 2021 jedoch im zweiten Jahreshälfte ging das los. Und es betrifft die jüngeren Jahrgänge. Das sind Fakten. Das kann ich Ihnen auch leicht belegen. Ja. Also wir haben hier kein Übersterblichkeitsproblem gehabt 2020, aber wir fangen mit 2021, zweite Jahreshälfte, damit an bei Jüngeren. Ich sage nicht, dass das die Impfung ist, aber da hat die Kampagne angefangen bei den Jüngeren. Und das müssen wir untersuchen. Und wenn Herr Mattes diese Meldungen gibt, dann macht er nicht, weil er jetzt sagt, das ist die fertige Studie, sondern sagt, es ist Gefahr in Verzug, wir müssen das Thema jetzt diskutieren. Und ich appelliere an alle, die irgendwie Verantwortung tragen. Bitte machen Sie nicht so weiter. Bevor wir nicht wirklich die Sache sauber untersucht haben, können wir nicht wieder diese Panik schüren, Leute in die Impfung treiben. Sollen wir stoppen oder was ist Ihr Vorschlag? Wollen wir aufhören mit Impfen? Impfen verbieten. Allen seriösen Kriterien muss die bedingte Zulassung gestoppt werden und die Sicherheitsfragen geklärt werden. Und damit das Impfen. Also wollen Sie gar nicht mehr impfen. Sie setzen die Seriosität der Kriterien. Weil ich die Zahlen nenne. Gegen die gesamte seriöse Wissenschaft. Nein. Die seriöse Wissenschaft kommt doch gar nicht zu Wort. Ich habe Ihnen gerade die wichtigste Zahl genannt und Sie haben sie nicht gekannt. Das disqualifiziert Sie beide, muss ich Ihnen ganz klar sagen. Wir nehmen das demütig hin, dass Sie uns da disqualifizieren. Wir reden von 2% Covid-Patienten in Krankenhäusern. Haben Sie selber den Impfstoff bereits verimpft oder von Anfang an den nicht verimpft? Ich habe ihn bei Patienten in der Risikogruppe anfangs verimpft. Dann habe ich mich da näher mit befasst und habe mich dann entschlossen, nicht mehr zu impfen, weil ich kann dies nicht verantworten. Und ich habe auch erlebt, dass viele Kollegen leider den Leuten nicht gesagt haben, dass es eine bedingte Zulassung ist und damit nicht regulär. Und die Zulassungsstudie, Herr Montgomery, ist 2023 abgeschlossen. Sie kennen genauso wie ich diese 8 Seiten, die jeder ausfüllen muss, wenn er geimpft wird, in denen der Patient darüber aufgeklärt wird und sogar unterschreiben muss, dass er das weiß. Also Sie haben das doch selber bei Ihren Patienten hoffentlich gemacht. Weil wir haben bei mir so einen Packen Informationen unterschrieben. Ich habe die eine halbe Stunde aufgeklärt. Sehr gut. Und im Impfzentrum. Und die haben sich, weil sie klug waren, trotzdem impfen lassen. Ja, und das ist ja das, was uns geholfen hat. Bei 1.700, wissen Sie, wir haben heute bei 1.700 auf der Spitze der letzten Welle, bei 1.700 Inzidenzrate, einer irre hohen Inzidenzrate, haben wir doch weniger Tote gehabt, als wir bei 150 Inzidenzrate vor dem Jahr davor gehabt haben. Sie haben 2021 mehr Tote. Der Impfung. Sie haben 2021. Das ist Ausdruck der Impfung und nicht Ausdruck der Impfung. Herr Montgomery, wir können über die seriös gesetzten. Wir haben 83 Jahre Durchschnittsalter. Wir können über die Risikogruppen sprechen. Aber was unterhalb der Risikogruppen abläuft, halte ich für eine Fehlleistung, die können sich als die größte seit Bestehen der Bundesregierung herausstellen. Herr Frank, wir werden jetzt einmal hier am Tisch die Köpfe abkühlen. Ja, Sie als Steuerzahler dürfen gleich Ihre Frage stellen, die Sie schon angemeldet haben, Herr Gaffroy. Wir geben eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann wieder zurück.